Moinsen und willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt und darf euch recht herzlich begrüßen. Und zwar geht es heute um Paladins. Denn da meine Videospielbibliothek ja nicht so groß ausgefallen war, bin ich natürlich an Steam nicht vorbeigekommen und habe dann das Spiel entdeckt. Mir hat das Ganze dann relativ viel Spaß gemacht und deshalb möchte ich euch das heute mal zeigen. Also, was ist denn Paladins jetzt überhaupt für ein Spiel? Paladins ist ein FPS-MOBA-Game, also ein First-Person-Shooter-Multiplayer-Online-Battle-Area-Spiel. Bedeutet, ihr könnt euch in der Ego-Perspektive mit Spielern aus aller Welt online im Multiplayer battlen. Ganz so grob ist das Spiel aber nicht, denn wie auch in Steam selber steht, ist das Ganze ein teambasierter Shooter mit taktischen Elementen. Das Ganze ist competitive, also wettbewerbsfähig, das heißt, es kann E-Sport dazu geben, so wie bei Overwatch oder League of Legends auch. Denn schon mit der Auswahl eures Helden, die nämlich alle mit sehr unterschiedlichen Kits daherkommen, wählt ihr quasi eure Spielweise für die Runde. Aber auch das ganze Team muss entsprechend der Teamkomposition spielen. Das heißt, die Picks tragen maßgeblich zur Wahl eurer Taktik bei. So muss ein Team mit beispielsweise 2 Tanks ganz anders spielen, als es zum Beispiel ein Team mit 2 Heilern könnte. Zumindest sollte es so sein, aber wie bei allen Competitive-Spielen ist es vor allem im unteren Level gerade nicht so. Erst mit höherem Level steigt dann quasi auch die Relevanz der Picks und der Spielweisen und so weiter. Da kann es dann schon mal passieren, dass man dann ohne Tanks und Heiler auskommen muss, weil halt jeder einfach nur seinen Lieblings-Champion gerade pickt. Und damit kommen wir zu den Klassen des Spiels, in die die Champions unterteilt sind. Das sind nämlich einmal die Tanks, einmal die Schadenseinheiten, einmal die Unterstützer und einmal die Flankierer. Das sind dann quasi die Assassins. Und die alle übernehmen dann verschiedene Aufgaben im Spiel. Allerdings gibt es in den Klassen natürlich auch immer unterschiedliche Champions mit unterschiedlichen Kits, die diese Aufgaben dann unterschiedlich erledigen müssen. Aber um diese Aufgaben zu verstehen, sollten wir natürlich erstmal das Spielprinzip verstanden haben und deshalb kommen wir jetzt zu den Spielmodi in Paladins. Die sind eigentlich gar nicht so kompliziert, denn im ganzen Spiel geht es eigentlich nur um Präsenz. Präsenz der Spieler. Also, der erste Modus, Belagerung, kombiniert quasi die beiden anderen Modi, Offensive und Ladung. In Offensive geht es darum, die Zone zu halten, was ihr eben durch Präsenz tut. Ist nämlich ein Champion aus eurem Team auf der Zone und kein gegnerischer, so erhaltet ihr pro Sekunde Punkte. Welches Team als erstes 400 Punkte erreicht hat, gewinnt die Runde. In Ladung geht es darum, einen Karren zu schieben. Auch hierfür braucht ihr Präsenz, denn wenn ihr neben dem Karren steht, dann schiebt ihr ihn vorwärts. Welches Team am Ende den Karren am meisten geschoben hat, gewinnt die Runde. Belagerung kombiniert diese beiden Spielmodi jetzt quasi. Hier spielen 5 gegen 5 wie in den beiden anderen Modi auch und es gewinnt, wer als erstes 4 Punkte hat. In jeder Base sowie in der Mitte der Map gibt es eine Plattform und den ersten Punkt kriegt ihr dadurch, die Plattform in der Mitte als erstes eingenommen zu haben. Das funktioniert hierbei wie bei Offensive nur viel kürzer. Habt ihr die dann eingenommen und erhaltet einen Punkt, dann spawnt ein Karren. Ihr seid nun die Angreifer und müsst den Karren auf die Plattform in der gegnerischen Base schieben. Die Gegner müssen euch dabei aufhalten, indem sie in der Nähe des Karrens stehen. Dann fährt er nämlich nicht weiter. Schaffen sie es, euch aufzuhalten, bevor die Zeit abläuft. Dafür dürfen keine Leute aus eurem Team mehr am Karren sein, wenn die Zeit abgelaufen ist. So kriegen die Gegner einen Punkt und es steht 1-1. Und schafft ihr es, den Karren bis ans Ende zu schieben, dann kriegt ihr einen zweiten Punkt. Dann wäre es 2-0. Wenn ihr das zweimal hinbekommt, habt ihr das Spiel mit dem höchsten Punktestand, nämlich 4-0, gewonnen. So, sollte es jetzt aber sein, dass ihr 3 Punkte habt, es also 3-1 steht, da ihr einmal in der ersten Runde zum Beispiel 2 Punkte gekriegt habt, indem ihr eingenommen habt und den Karren bis ans Ende geschoben habt, das Gegnerteam euch beim zweiten Mal allerdings aufgehalten hat oder das Gegnerteam Angreifer war und ihr es aufgehalten habt, so gewinnt ihr die Runde nun, indem ihr in der Mitte die Plattform einnehmt. Das heißt, ihr kriegt jetzt keinen Punkt mehr, wenn der Gegner Angreifer ist und ihr ihn aufhaltet. Das macht die Aufholjagd für den Gegner dann einfacher und so bleiben die Matches spannend. Das heißt, insgesamt kann es bis zu 4 Matches geben. Die kürzeste Zeit sind 2 Matches.
da ihr dann im einen 2 und im anderen 2 Punkte erhaltet. 4 Matches gibt es, wenn jedes Mal ein Team die Plattform einnimmt und das andere Team es aufhält. Wer dann am Ende die Plattform als erstes einnimmt, hat dann gewonnen. So, dann kommen wir jetzt zu den Aufgaben der einzelnen Klassen. Am Ende jedes Matches wird übrigens immer der beste Spieler einer Klasse vorgestellt. Also der Spieler, der mit seiner Klasse die Aufgabe seiner Klasse am besten im Game erfüllt hat. Das heißt, Tanks zum Beispiel werden danach bewertet, wie lange sie auf dem Punkt standen, Flankierer, wie viel Kills sie haben, Schadenseinheiten, wie viel Schaden sie verursacht haben und Supporter, also Unterstützer, je nachdem, wie viel sie geheilt haben. Heißt also, die Aufgabe des Tanks ist es, viel Schaden abzufangen und Präsenz auf dem Punkt zu zeigen. Die Aufgabe der Schadenseinheit ist es, einfach die ganze Zeit Schaden am Gegner zu verursachen, so dass der Flankierer dann seine Aufgabe erledigen kann, nämlich die Kills abzuholen. Also die Gegner dann letztendlich rauszunehmen. Der Healer ist dann dafür verantwortlich, dass alle am Leben bleiben, also dass die Schadenseinheit weiterhin konstant Schaden verursachen kann, der Tank konstant Präsenz auf dem Punkt zeigen kann und der Flankierer neu losziehen kann, um Gegner abzuholen, ohne direkt zu sterben. So, das war jetzt quasi der... Wie heißt das nochmal? Bin ich dumm? So, das war jetzt quasi die Grundlage von Paladins und es gibt jetzt natürlich noch viele, viele Dinge, worauf ich eingehen könnte, wie zum Beispiel, dass man immer, wenn man spawnt, mit einem Pferd aus der Base reist, um schneller beim Geschehen zu sein, was ich ziemlich cool finde übrigens, aber das möchte ich gar nicht. Worauf ich aber sehr wohl eingehen möchte, ist die doch zu erkennende Ähnlichkeit mit Blizzards Heldenshooter Overwatch. Denn beispielsweise sehen wir manche Helden aus Overwatch als Champions in Paladins wieder, wie zum Beispiel Hanzo, der in Paladins Charlene ist, oder Viktor, den man sehr stark mit Soldier 76 vergleichen kann. Aber auch zum Beispiel die Grundidee des Heldens Pharah sehen wir bei Drogos im Kit wieder und auch den Hook von Roadhog und die Winston-Ulti bei dem Tank Makoa. Und generell erinnert einen einfach dieses Spiel an Overwatch. Es ist quasi einfach so ein Overwatch in kleiner. Allerdings ist das auch irgendwie logisch, da das Spiel einfach genau demselben Genre angehört. Aber auf keinen Fall ist das hier so wie bei zum Beispiel League of Legends und Mobile Legends. Ich finde, bei Paladins kann man noch ganz klar guten Gewissens von Inspiration reden, denn Paladins ist auch so ein sehr, sehr gutes Spiel und irgendwoher braucht man manchmal auch Ideen. Und viele Champions sind ganz eigene Charaktere und das finde ich vom Hersteller Hi-Rez Studios auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Also dreister Overwatch-Fake oder eine schöne Free-to-Play-Alternative zum 40-Euro-Titel von Blizzard? Was meint ihr? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Ich finde das Spiel auf jeden Fall gut und falls euch das Spiel auch gefallen hat, könnt ihr es natürlich kostenlos auf Steam spielen und den Hersteller bei der Entwicklung unterstützen. Und sollte euch dieses Video gefallen haben, könnt ihr mich natürlich kostenlos abonnieren und mich mit euren Kommentaren bei der Entwicklung dieses Channels unterstützen. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss!